Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind hier oben am Arsch der Welt. Mit mir spielt Attila. Genau. Ja. Knapp überlebt letztes Mal. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder heilen, Verbände machen. Ich habe den Eindruck, dass auch der tolle Wegmarker, den Vorsicht, Ameise. Oh, Ameisen. Lass mal wieder hoch. Oder die rennen weg, komm. Wo ist mein Heim? Ja, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Gehst du mal weg? Lass mich in Ruhe. Dass wir zwar so einen Wegmarker aufgestellt hatten, aber den haben die bestimmt kaputt gebaut, kaputt gemacht. Wahrscheinlich. Aber hier ist das Pancho. Und da in der Nähe war ja unser Wir haben Pancho schon vorbeigelaufen, glaube ich. Ja. Ah, ich sehe es. Nee. Nee, das ist das noch voll die andere Richtung, müssen wir. Ja. Vorsicht, Ameise von links. Ah, ich habe das Gerät, also das riesige Ding gefunden. Und da ist unsere kaputte Basis. Ja, Wegmarker ist abgerissen. Die haben unsere Spawnpunkte auch kaputt gemacht. Na gut, das ist nicht so dramatisch. Hier ist nur ein kaputter Käfer. Ah, eine Ameise. Da ist auch eine lebendige Ameise. Ich habe jetzt die andere Ameise auseinandergenommen. Ah, es sind zwei Ameisen. Ja, die nimmt da, versucht da Holzstücke mitzunehmen. Klau unser Holz nicht. Ja, also, es wäre natürlich dann nicht das Schlechteste, wenn wir so ein bisschen die Wände reparieren, damit wir so ein bisschen was wie eine Verteidigung haben. Sind auch Grasplanken. Und dass wir nochmal so ein Ding hier aufstellen. Guck gerade mal, ob das einfach so geht hier. Boah. Haben die nur eins kaputt gemacht oder waren noch mehrere Löcher hier? Wir haben mehr als ein Loch. Die Tür geht auch wieder zu? Ja. Hä? Was denn? Ich dachte, ich werde angegriffen. Sieht man im Dunkeln so schlecht. Die anderen Sachen kann ich nicht zumachen. Kann man die vielleicht so reparieren? Nee, die sind ja komplett abgerissen. Wahrscheinlich musst du noch mal so eine neue... Habe ich ja gerade gemacht. Er lässt mir hier kein... Oh, diese scheiß Pflanzen nicht. Reiß sie alle ab. Vielleicht müssen wir die alte erstmal recyceln. What do we have lurking around out here? Ah, und hier ist eine Pflanze im Weg. Geh weg. Ach, scheiß Ameise im Lager. Geh weg. Geh weg und ich tu dir nichts. Sei eine liebe Ameise. Ich kann das trotzdem zwischen nicht bauen. Warum? Ach, die Kiste ist wahrscheinlich zu nah. Ah, dann baust du da noch eine Ecke ein. Einmal hier so. Genau. Wir bauen ja sowieso noch mal eine neue Basis. Das hast du noch gar nicht erzählt. Ach, Entschuldigung. Ja, wir hatten ja eigentlich auch angefangen, oh, Entschuldigung, ich muss gerade irgendwie ein bisschen meine Gedanken sortieren. Wir haben ja angefangen, Clay zu sammeln. Und, ja, wollen halt eine stabilere Basis aufbauen. Aber erstmal müssen wir so eine grobe Schutzeinrichtung wieder haben. Ja, und dann kommt eine bessere mit Clay. Und Holz. Hier wild, aber von Ameisen. Die klauen uns den ganzen Arbeitsstoff hier.
diebische Ameisen. Solange die mir nur was klauen und nicht umbringen. Naja, das sind ja noch die Arbeiter. Ja, das sind die Arbeiter. Die sind noch relativ brav. Die hätten wir vielleicht gar nicht immer angreifen müssen. Ja. Schlimm ist nur, wenn die da denen ihre Freunde kommen. Oh ja, die mag ich auch nicht. Alter! Ach, hier drin ist ja auch noch ganz viel. Ja, vielleicht kann man auch später irgendwie mit einem Hammer oder so das reparieren, keine Ahnung. Wie viele Ameisen hier rumrennen? Ja, hier liegt ja auch alles Mögliche. Furchtbar. Was man einsammeln kann. Platz hier. Ah, diese Plätzen! Die Klappe. So. Huch, hier ist ja alles voll. Ja. Wir hätten gar nicht so viel sammeln brauchen. Die mache ich hier einfach nur kaputt, weil die mich nerven. Die Frage ist, wo wollen wir die neue Basis dann bauen? Hm. Machen wir dann eine Fackel aus. Da ist schon wieder eine Ameise an der Wand. Die finden dann das Feuer immer toll. Hm. 4 Clay für ein so ein Ding, ja. Das heißt, ich kann gerade mal 2 Foundation bauen. Mm. Also ich habe gerade nur 10 da. Ich weiß nicht, wie viel wir in der Kiste haben. Und ich kann es gar nicht bauen. Wir brauchen ein Hotcraft Integrate. Ah, ich kann es nicht aussprechen. Ingredient, ja. Englisch nicht gut, ich habe Englisch gefehlt. Ich komme aus Osten, ich habe nur Russisch gehabt. Gavario Paruski. Хорошо. Давай, ja. Ey, wieso kann ich das hier nicht bauen? Was kannst du nicht bauen? Was willst du denn da bauen? Ich wollte hier nochmal einen Trailmarker bauen, aber der hat rumgezickt. So. Juhu! Muss ich den noch auf der Karte markieren? Nee, ne? Nee. Ich hab mir so gesehen. So, wir haben Tag. Yay! Das Problem ist, wir haben ja so abschüssiges Gebiet, ne? Hm. Hinter unserer Basis ist ein bisschen Sumpf. Sonst können wir ja gucken, was brauchen wir denn für diesen. Das Holzzeug, dass wir sonst erstmal eine Holzbasis vielleicht machen. Wir könnten natürlich so über diesen Sumpf. Das ist so wegbauen. Das Holz. Wo haben wir das Holz hergekriegt? Von Blümchen. Von welchen Blümchen? Hm. Das waren auf jeden Fall nicht die Grashalme. Scaffold war das, ne? Wetstem. Wollen wir uns erstmal einigen, wo wir die Basis bauen? Ja, ich dachte jetzt auch links auf der anderen Seite. Warte, ich folge dir. Dann man kann ja erstmal hier sozusagen das Konstrukt sozusagen planen. Also entweder hier so. Mhm. Naja. Nee, wir machen es direkt neben unserer Basis. Ich hack hier mal alles kaputt. Okay. Ist ja alles im Weg hier. Alles muss weg. Ach ja, essen, trinken muss er nebenbei auch noch. Muss mal kurz zum Saft, zur Safttüte. Ich habe Durst. Ja, und zur Information, wir nehmen jetzt diesmal auf bei offenem Fenster und ja, mit Ventilator, weil es einfach anders zurzeit nicht machbar ist bei uns mit den Aufnehmen. Es ist übelst scheiße heiß. Ja. Und macht keinen Spaß. Nein. Also das Spiel macht schon Spaß, aber ein paar Grad. Die Hitze macht keinen Spaß. Ja, die ist assi. Denkt sich so ein Scheiß aus.
Oh, ich bin irgendwie... Oh, ich bin geflogen. So, die Frage ist natürlich, bevor ich hier weiterbaue, wie kann man das jetzt hier schön füllen? Füllen weiß ich nicht, ob du das kannst. Du brauchst erstmal Baumstämme. Ja, ich habe jetzt hier schon zwei Basen sozusagen gebaut. Wo hast du die hergehabt? Die lagen hier noch rum. Ich folge dir. Ja, du musst eigentlich noch so... hier, nicht Gänseblümchen, so... Blümchen halt. Blümchen, ich weiß echt gar nicht... wie heißen die so? Oh, hier, Löwenzahn. Ah. War, glaube ich. Ah, warte, da sehe ich ein Löwenzähnchen. Das ist kein trockenes Gras. Löwenzahn. Gut, ich muss erstmal sowieso eine neue Axt bauen, sehe ich gerade hier. Baumfeld! Dann brauche ich nur noch Pebbles. Da liegt ein Pebbelt. Oh, ganz viele Pebbles. Geht die Sonne auf? Nee. Doch, die ist aufgegangen. Die ist aufgegangen. Okay. Oh, da hängen noch zwei in der Luft. Wie nett. Ich sehe da eine Sonnenblume. Ah, hier ist eine Sonnenblume. Ah, jetzt verstehe ich. Nicht Sonnenblume. Löwenzahn. Da. Löwenzahn? Ja. Ich kenne mich nicht aus mit Pflanzen. Das sind alles Pflanzen. Pusteblumen sind der Löwenzahn, wenn er seine Samen verteilen kann. Dann sind das Pusteblumen. Ich finde es aber gut, dass er bis zu 6 tragen kann. Ja, das finde ich auch. Und ich wollte gerade rübergehen, weil ich da eine gesehen habe. Und dann ist da eine Spinne. Ja, altes Problem. Da hinten sind auch 2 Spinnen. Igittigitt, ich mag keine Spinnen. Also eigentlich stören mich Spinnen nicht, so normalerweise. Aber in diesem Spiel finde ich sie sehr doof. Ja. Beziehungsweise sehr nervig. Oh, du! Du bist ein Wassertropfen, der in der Luft hängt. Die Wassertropfen sind verbuggt. Alle? Nee, der jetzt doch nicht. Der ist jetzt runtergefallen, ich finde ihn nur nicht. Hm. Ah, da ist aber ein Löwenzahn. Oh, 2 Löwenzähnchen. Ja, wenn man weiß, nach was man suchen muss, dann geht das auch. Im Arsch der Welt hier. Meine Angst ist gerade nur, die ganzen Viecher zu übersehen. Man ist so ein Sammelwut. Mhm. Das Gute ist auch jetzt, wir haben überall hier Grashalme hier hinten rumfliegen am Sumpf. Oder wie man das hier nennen soll, diese Pfütze. Ja. Oh, ich bin durchgefallen.
Ja, deswegen ist die Frage, wie kriegt man das hier abgedeckt, dass du da so einen Boden hast? Hm. Wahrscheinlich kann man da auch irgendwas finden. Ich hätte es gesagt, auch mit Grashalm. Ja. Aber wenn du bei Building guckst, dann siehst du, dass das Einzige, was da als Fundament ist, ist da die Clay Foundation. Oder kann man dann Clay draufballern? Ich habe keine Ahnung. Ja, sieht so aus, oder? Konnte es gerade irgendwo bauen. Hm. Hä? Ich glaube, das kannst du eher separat wo abstellen. Stimmt, auf einer freien Fläche. Irgendwie muss man das hier ja abdecken können, sonst bringt einem das ja nichts. Hm. Ich baue den erstmal nicht. Vielleicht. Na, das geht auch nicht. Vielleicht müssen wir noch irgendwas lernen, du. Was denn? Alles gut. Pass auf, das ist noch gar nicht im Early Access Game integriert. Burgle verkauft uns grundlegende Bauelemente wie Treppen und Bögen. Dafür brauchen wir die Raw Science Points, um diese zusätzlichen Teile freizuschalten. Das können sie tun, bla 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 bla. Okay, also wir müssen zu Burgle gehen und mit dem reden. Der sagt uns, wie man Böden baut. Du weißt doch, wo Burgle ist? Der Eiche. Ach, dieser Roboter. Genau. Ah. Die Eiche ist ja Gott sei Dank leicht zu finden. Mach dir mal ein paar Heilverbände. Oh ja, das ist eine gute eine Idee. Du brauchst Idee. Dafür nur Plant Fiber und Zap. 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 Und ich glaube, ich mache mir auch noch einen Schaufel. Aber was ist denn das hier für ein Chaos drin? Plant Fiber und Zap. Ja. Ich mein's ja nur gut. Ich mach mich doch nur über dieses Dings lustig. Ja, sagen sie alle. Was ist das denn Müll drin?
Ach ja, eine Schaufel wollte ich mir noch machen. Och, mein Helm ist fast kaputt. Hast du das auch gerade gehört? Was denn? Von, Das kam gerade vom Spiel. Ja, was war das? Ich bin ins Menü gegangen oder so. Ich habe mir ein Spikies Brick gebaut. Cool. Wenn du noch Woven Fiber hast, kannst du das auch machen. Ich habe aber also, nur zwei davon. Du brauchst doch nur zwei. Cool. Pack dir, du brauchst noch Brick und Nadeln, die packe ich dir hier in die Kiste. Ich würde mir ja gerne noch eine Dings bauen. Eine Fackel. So, was brauche ich dafür nochmal? Nadeln und? Keine Ahnung. Nadeln, Spricks und Woven Fiber. Oh Gott, ich muss trinken. Ja, ich auch. Ich bin fast da verdurstet schon. Scheiße. Gib mir was zu trinken. Da ist was zu trinken. Gott sei Dank. Gott, jetzt wäre ich fast verdurstet, ey. Ist bei der Safttüte noch was? Nein, das habe ich gerade getrunken. Ah, dieser Tropfen hängt da bei mir in der Luft. Vielleicht bei mir ja nicht. Welcher Tropfen denn? Da, oben. Ich sehe keinen. Ich sehe einen. Dann gibt's den nicht. Lass uns mal zum Baum gehen. Aua. Vielleicht finde ich unterwegs irgendwo noch einen Tropfen. Ja, okay. Es darf nicht dunkel werden, weil meine Fackel ist fast kaputt. Ich wollte nämlich eigentlich noch eine Fackel bauen. Was war das denn? Torch, Sprig, Woven Fiber, Dry Grass Chunk. Okay, das werde ich ja wohl unterwegs irgendwie finden, ne? Gibt es hier keinen verfickten Regentropfen? Ja, bei mir sind die gerade tatsächlich irgendwie verbuggt. Hier ist nämlich theoretisch auch wieder einer. Also ich sehe bisher gar keinen. Und der hängt auch wieder fest. Also ganz blöd. Eine Safthütte hier in der Nähe? Nee. Am in Häkchen... See gab es eine.
brave Ameise, wir wollen nur vorbei. Hier, guck mal, hier ist ein Tropfen. Guck danke, mal. Danke, danke. No water filtration tablets needed. Super. Ich lebe noch. Hurra, hurra, der Heinrich, der lebt noch. Hurra, hurra, da ist noch ein Tropfen. Vorausgesetzt, ich komme da hoch. Ich komme nicht hoch. Ich habe auch was platschen gehört. Hm. Ah, ich seh's. Dann schnappen wir T-Shirt. Opsch. Sehr schön. Fliege! Ach, ich hasse Fliegen. Also ich mache mich auf dem Weg zu Burgle, ne? Ja, ich bin unterwegs. Ja. Ach, das waren Peppels, die ich aufgesammelt habe. Oh, hier ist auch noch eine Trinkdose. Die schaue ich mir dann nochmal an. Ja, mach mal. Oh ja, da ist ein Tropfen. Guckt unter der Dose sogar raus. Geht's mir besser. So, da wollen wir mal gucken, ob wir uns was von Burgle kaufen können. Ich hoffe. Das hoffe ich auch. Burgle! Burgle, Burgle, wo bist du? Wir brauchen Böden. Gib uns Böden. Burgle, wo bist du? Da bist du. Hallo, Burgle. Always happy to see a repeat customer. If you have any extra raw science, I'd be happy to trade you for. Bring me more of my lost research chips, and I'll be able to expand my menu of items. Okay. Sturdy wall. Stairs up. Juhu, kann man uns leisten. Kaufen, kaufen, kaufen. Stairs sind aber Treppen, wir brauchen Böden. Da sind Treppen. Ah, Flor, Böden, jetzt hat das angezeigt. Okay, das wusste ich ja nicht. Ich sehe doch dein Monitor nicht. Scanner Science würde ich auch upgrades. Ja. Das mache ich auch mal. Juhu! Fragen wir ihn mal, ob er Arbeit für uns hat. Cool, der kann uns Jobs geben. Ja, der kann uns Jobs geben und dafür können wir uns dann Zeug kaufen. Oh. Also, Great Oak Beacon. Also, wir müssen ein... Ein Trailmarker da einfach hinsetzen. Only Ghosts of Trailmarkers. Ja. Raise the Bones, okay. Alchemist Cloverleaf. Mhm. Und Spade Gulch. Aha. Die Markergeschichte klingt doch einfach. Ja. Sagt er uns Hauptsache den Punkt an und dann. Accept. Boom, versuchen wir das mal. Complete Marker at Great Oak Beacon. Wird uns das irgendwo angezeigt hier? Nee. Oh. Gut, dass ich den falschen Weg gegangen bin. Hast du unten noch was gefunden? Ja, Wissenschaftspunkte. Sehr schön. Ah!
komme ich hier wieder raus? Ah! Was ist denn los, Katze? Katze, ja. Hat die Katze jetzt die Aufnahme beendet? Ich check mal kurz. Nein, die Aufnahme läuft noch. Sie hatte nur kurz mein E-Mail aufgemacht, aber das ist ja nicht mit irgendwas verbunden. Hast du auch noch was gefunden? Ich analysiere gerade noch was. Aber ich habe sonst leider nichts Neues mehr, das ich analysieren könnte. Ah, ich habe den Ausgang. Also wir müssen diesen Great Oak Beacon. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe was, was ich vielleicht analysieren könnte, wenn wir noch Punkte haben. Okay, dann guck mal, ich baue einfach mal einen Marker. Wollte ich den analysieren? Bin ich da schon dran vorbei? Da. Okay. Ach, ich brauche einen Cloverleaf. Hab doch nichts Neues. Ah, hier ist ganz viel Clover. Ich stell den einfach mal hier hin und gucke, ob das richtig ist. Ja, mach mal. Scheiße. Rein. War zu spät für die Info, danke. Das war wohl der Haken an der Mission. Wieso bin ich jetzt auch tot? Oh nein, unsere Dinger sind ja kaputt. Genau, wir fangen ganz von vorne an. Ich warte noch kurz auf dich. Achso, ich kann auch gleich sterben. Ja, ich bin ja auch tot. Die Frage ist nur, haben wir jetzt die Mission... Hi, ich bin hinter dir. Haben wir jetzt die Mission bestanden oder nicht bestanden? Keine Ahnung. So, ich habe sie hier noch angegeben. So, lassen wir unsere Sachen holen. Ja, straight hinlaufen. Genau. Bevor es dunkel wird. Oh yeah. Oh, Marienkäfer. Ich habe auch das Gefühl, dass die Insekten aggressiver sind nachts. Ach ja, unser Ding unten links sagt ja auch, wenn irgendwas in der Nähe ist, Wissenschaftspunkte, würde ich mal so sagen, ne? Ja, oh. Das habe ich ja jetzt auch gekauft, neu dazu. Okay, okay. Bei uns an der Basis ist eine Agro... Agro was? Ameise, die gegen irgendwas anderes kämpft. Wenn die was anderes kämpft, soll sie machen. Sehe ich auch so. Nicht, dass unsere Aufgabe noch darum besteht, diese scheiß Ameise zu töten. Oh, diese scheiß Dinger! Die Pflanzen sind mir im Weg. Dann hack sie ab. Ah! Da, oh, ah, okay, okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir den hinsetzen müssen. Ich habe da nämlich gerade so ein Dings gesehen. Ups. Bei dem Insektenhäuschen. Ich hoffe nur, dass die fucking Spinne nicht mehr da ist. Das hoffe ich auch. Aber die kam ja auch recht gezielt auf uns zu.
und gleich in Sicherheit springen. Keep me safe. Safer. So, und zwar. Jetzt komme ich hier wieder nicht weg. Ist ja vorne ist das Insektenhäuschen. Ja. Und als ich da gerade vorbeigelaufen bin, habe ich gesehen, dass da ein Dingens war. Oh, jetzt komme ich hier nicht vorbei wegen dieser scheiß Clover. Ich glaube, wir müssen aufs Insektenhäuschen klettern, weil ich habe da so ein Bausymbol gesehen oben. Okay. Ach, du kannst da schon hoch, okay. Ja, das Bausymbol ist da. Du brauchst Clover Leaves, ne? Ja, genau. Habe ich, warte, ich komme. Ja, komm. Ich habe welche, ich komme. Ah, hier ist auch wieder ein Wissenschaftspunkt. Tauchen die immer wieder auf? Ich glaube. Weil die sein. Hatten wir hier schon mal eingesammelt. Ist natürlich die Frage, hat man unendlich Zeit, diese Aufgaben von Burgel zu erledigen? Scheiß Fliege, Mist. Yay! Weil dann können wir uns auch noch die anderen Aufgaben vielleicht anschauen. Aber nicht mal heute. Ah. Ich würde sagen, Gott, oh, die Lampe ist gerade angegangen. Ey, warte mal. Licht, Lampe, Fliegen. Kommt jetzt eine Armee von Fliegen vielleicht? Die man platt machen kann? Fliege, Fliege, Fliege! Komm her, her, her! Ja, hier kommt schon eine. Ganz schön hell. Ja. Die ist auch doof, die kommt nicht höher. Wie eine echte Fliege. So eine dumme, fette Fliege. Komm auch nicht ran. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Break und nächstes Mal gucken wir, was er noch für Folgen, für Missionen, meine ich. Oh, das kann ich schaffen. Nice, da liegen Speere. Ja, das sind meine. Danke. Bitte. Light. Ich habe damit nämlich gerade die Fliege erdolcht. Fantastisch. Hast du wirklich gut gemacht. Ja. Ja. Ich wollte sagen, wir gehen schon mal zu den Typen hin und nächstes Mal geht's weiter. Jo. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein, bleibt gesund und schwitzt euch nicht zu Tode. Ciao. Tschüss.